Bruchlandung mitten im Wald zwischen Altena und Iserlohn. Der 78-jährige Gleitschirmpilot Friedhelm Klotz hatte dabei Glück im Unglück. Er landete mit seinem Schirm in den hohen Tannen am Wixberg. Auf dem war er auch bei schönem Wetter zusammen mit seinen Kollegen gestartet. Doch beim Versuch, mit seinem Schirm umzudrehen und zum Startplatz zurückzufliegen, verhedderte sich der Schirm in den Tannen und Friedhelm Klotz schwebte 9 Meter hoch über dem Waldboden. Mit Feuerwehrfahrzeugen war das unwegsame Gelände nicht zu erreichen. Erst ein Traktor konnte die Steckleitern, mit denen die Feuerwehr den Unglückspiloten aus seiner misslichen Lage befreiten, zum Einsatzort bringen. Klotz reagierte ganz cool. Ja, wir sind vor einer guten halben Stunde gestartet hier oben und dann sind wir auch hier schön gesort hin und her. Und dann plötzlich ließ der Wind aber merklich nach. Da dachte ich, sieh zu, dass da oben noch ein Land ist am Wixberg. Und dann habe ich gedreht und kam aber so nah an die Bäume, dass ich noch versucht habe, rechts runter zu fliegen. Aber da kam so eine hohe Tanne auf mich zu. Und die wollte ich dann mittig nehmen zwischen die Beine. Die war aber so stark, die hat mich rumgeschlagen. Und dadurch kam der Schirm aus seiner Stabilität, ist auch rumgeschlagen. Und dann ging es runter in die Bäume. Aber Ihnen ist nichts passiert. Nein, und wahrscheinlich ist auch noch der Schirm zu retten. Der Schirm ist mit Sicherheit zu retten. Der liegt quer oben über den Tannenspitzen. Dem wird nichts passiert sein. Den versuchen wir morgen mit einem Zapfenpflücker rauszuholen.